verschiedene Lebensmittel, also Obst, Gemüse und so nutzen, um sie in Großeimer zu einem Präparat zu verarbeiten. Und dafür nutze ich dann, damit man auch was erkennen kann, damit es wirklich groß ist, dieses XXL-Deckglas und diesen XXL-Objektträger. Als ich zum ersten Mal ein Set mit Dauerpräparaten in der Hand hatte, da wusste ich mit manchen Bezeichnungen auf dem Präparat nicht wirklich was anzufangen. Da waren dann bei der Beschriftung so Abkürzungen wie LS, TS, CS oder SEC aufgedruckt. Und da musste ich erstmal nachgucken, wofür die stehen. Hab dann rausgefunden, das sind bestimmte Schnitte, mit denen die Sachen in feine Scheiben geschnitten wurden, dass da genug Licht durchkommt. Und bei der Recherche bin ich aber auch noch auf andere Sachen gestoßen, mit denen sich ja, Proben dünn genug auf den Objektträger bringen lassen, dass genug Licht durchgeht für die Lichtmikroskopie. Und weil ich da so viele gefunden habe, habe ich mich entschlossen, dann ein Video zuzumachen, in dem ich die vorstelle. Das ist jetzt dieses Video. Und da werde ich dann verschiedene Lebensmittel, also Obst, Gemüse und so, nutzen, um sie in Großeimer zu einem Präparat zu verarbeiten. Und dafür nutze ich dann, damit man auch was erkennen kann, damit es wirklich groß ist, dieses XXL-Deckglas und diesen XXL-Objektträger aus dem Sortiment von JOT entdecken. Und die verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, gleich bei den Präparaten fange ich erstmal mit den einfachen und grundlegenden an. Und das Spektakulärste hebe ich mir dann fürs Ende auf. Es ist ziemlich einfach, ein Präparat herzustellen, wenn ihr die Sachen, die ihr angucken wollt, in einer Flüssigkeit stark verdünnt habt, weil dann könnt ihr einfach die Flüssigkeit, in dem Fall ist das einfach Brühe, auf den Objektträger geben, das Deckglas mit der Kante dran führen und langsam ablegen, sodass sich möglichst wenig Luftblasen bilden und ihr könnt dann ja, zwischen der Flüssigkeit die Sachen euch gut angucken, die euch interessieren. Das habt ihr zum Beispiel bei einem Heuaufguss häufig. Wenn ihr euch aber zum Beispiel was angucken wollt, was zu groß ist, um sinnvoll auf den Objektträger und unter das Deckglas zu passen, dann kann man da ein sogenanntes Zupfpräparat nutzen. Das heißt, man nimmt einfach ein kleines Stück, reißt das ab, befeuchtet das Ganze gegebenenfalls, damit sich weniger Luftblasen bilden und kann sich das Ganze dann angucken. Hier spricht man dann von einem Zupfpräparat. Manchmal hat man aber auch Glück und das, was man sich angucken will, ist schon klein genug, um das auf den Objektträger zu packen und ein Deckglas drauf zu packen. Und da spricht man dann von einem Totalpräparat oder im Englischsprachigen ist dann da die Abkürzung WM für Whole Mount gebräuchlich. Das habt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch Pollen oder ja, bestimmte Teile von Insekten angucken wollt. So, dann fange ich mal mit den Schnitten an. Wenn man bei einer Gurke hingeht und sich einfach so eine Scheibe abschneidet, oder vielleicht auch zwei, dann sind das Querschnitte, die man dann aufs Präparat legt. Natürlich kommt da dann meistens auch noch ein bisschen Wasser dazu, damit weniger Luftblasen entstehen und ja, das Präparat insgesamt dann schön aufs Bild ergibt. Was kommt nach dem Querschnitt? Natürlich der Längsschnitt bzw. ein Längsschnitt. Und zwar versuche ich hier erstmal möglichst mittig durch diese Gurke zu schneiden, denn ich versuche mich hier an einem Radialschnitt. Ein Radialschnitt geht möglichst durch den Mittelpunkt der Gurke bzw. des Gutes, was man sich angucken will. Ja, das macht man auch bei Stängeln und Zweigen oder allem, was irgendwie länglich ist und eine gewisse Symmetrie dabei hat. In Abgrenzung zum Radialschnitt gibt es bei den Längsschnitten noch den sogenannten Tangentialschnitt, wo wir ganz gezielt an der Mitte vorbeischneiden. Ich schneide hier erstmal ein bisschen was weg, damit ich da eine glatte Ebene habe. Und dann bei einem Tangentialschnitt versucht man eben dieses längliche Schnittgut neben der Mittelachse zu erwischen,
Und da bekommt man dann ein leicht anderes Bild. Die packe ich jetzt zusammen hier auf einem Präparat. Und natürlich kommt da dann auch wieder reichlich Wasser dazu, damit im Präparat dann hinter zwischen Objektträger und Deckglas wenig stockende Luftblasen sind. Bei einer Kartoffel fällt es ziemlich schwer, zu entscheiden, wo jetzt ein Querschnitt und wo ein Längsschnitt wäre, weil eine Kartoffel nämlich keine vorherrschende Symmetrieachse hat. Und in so einem Fall spricht man einfach von einem Schnitt, wenn man etwas dünn schneidet, um es unter dem Mikroskop anzugucken. Und sowas kommt häufig im medizinischen Bereich vor, wenn die bestimmte Organstrukturen angeguckt werden, zum Beispiel im Rahmen von einer Biopsie. Wie hier zum Beispiel bei einem Magenschleimhautpräparat. So, jetzt komme ich zu dem Schnitt, der am schwierigsten durchzuführen ist, wenn man per Hand ein Präparat herstellen will, und zwar ein Flächenschnitt. Und zwar versucht man dabei, die Oberfläche, die Oberflächenschicht von etwas abzuschneiden. Ich tue mich hier bei dem Apfel auch gerade schon relativ schwer, ein größeres Stück zusammenzubekommen. Das ist genau das Gleiche, wenn man nämlich zum Beispiel sich die Epidermis von einem Blatt angucken will, also die oberste Zellschicht auf dem Blatt. Und im Prinzip ist ein Flächenschnitt, dass man versucht, das Objekt zu schälen. Ja, natürlich sollte ich auch hier das Präparat noch fertig machen. Also wie immer mit Wasser befeuchten, damit keine störenden Luftblasen hinter einem Präparat landen. Hat hier jetzt nicht gut geklappt. Manchmal hat man aber auch Glück. Und die Schicht, die man sich angucken will, von der Oberfläche, lässt sich gut abziehen, wie zum Beispiel hier bei dieser Banane. Dann spricht man von einem Abziehpräparat. Und Abziehpräparate kann man zum Beispiel auch sehr gut von der Epidermis einer Zwiebel herstellen. Nur in dem Fall muss man halt dann die Epidermis aus den Innenseiten der Zwiebelschalen nehmen. Hier in diesem Teller kleben jetzt noch ein paar Haferflocken drin und die sind wunderbar, um einen Abstrich zu veranschaulichen. Bei einem Abstrich ist es nämlich nicht so, dass man viel zu viel Material hat und das dünn und klein genug bekommen muss, sondern da ist es eher das Problem, dass man genug Material zusammenbekommt. Und zwar beim Abstrich wird das meistens mit so einem Wattestäbchen gemacht. Das wird durchgestreift und es bleibt Zeugs am Wattestäbchen hängen und das wird dann auf dem Objektträger verteilt und wieder abgestreift, doch, das war richtig. Und gegebenenfalls auch wieder mit Wasser umhüllt, dass es hinterher weniger Blasen gibt. Und dann kann man es natürlich auch wie beim Ausstrich eintrocknen lassen oder aber halt auch direkt frisch angucken. Und das kann man wunderbar machen, um zum Beispiel Mundschleimhautzellen sich anzugucken. Und das spielt natürlich auch eine Rolle im diagnostischen Bereich in der Medizin. Das Video mit Mundschleimhautzellen habe ich hier auch mal oben verlinkt. Wenn ihr euch mit dem Mikroskop jetzt eine Flüssigkeit angucken wollt, die ein bisschen dickflüssiger ist, oder halt viele feste Bestandteile hat, dann braucht ihr einen sogenannten Austrich. Ich führe das jetzt einmal mit Pesto vor. Und dabei geht ihr erst hin, gebt die Flüssigkeit auf den Objektträger und setzt dann einmal das Deckglas an, sodass die Flüssigkeit berührt. Dann zieht sich das durch die Oberflächenspannung so ein bisschen in den Spalten. Dann könnt ihr das einmal fein verstreichen. Ich halte hier, drückt das auch nicht fest auf den Objektträger und dann lässt man das entweder eintrocknen, um zum Beispiel dann noch Färbungen damit machen zu können, oder aber man packt dann das Deckglas im Anschluss drauf. Und da habt ihr dann euer sogenanntes Ausstrichpräparat. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue, und zwar ein Quetschpräparat. Dazu befeuchte ich hier das Ganze wieder,
im normalen Präparat dann weniger Luftblasen entstehen. Quetschpräparate macht man normalerweise nicht mit Cocktailtomaten, wie ich das jetzt hier gleich mache, sondern ja, zum Beispiel mit den Wurzelspitzen von Zwiebeln, wenn man die speziell behandelt, um Chromosomen einzufärben und deutlich zu machen, also um die Mitosestadien zu zeigen. So, aber dann zeige ich euch das jetzt einmal. Und zwar bringt man die Probe auf den Objektträger und nimmt dann das Deckglas und ja, drückt dann die Probe vorsichtig platt, dass die ja, auseinander gedrückt wird und man dann ja, besser erkennen kann, was da drin war, weil es dann insgesamt dünner wird. Natürlich geht dabei aber auch die ursprüngliche Struktur und Geometrie in der Probe kaputt. So, jetzt kennst du die geläufigsten Methoden, um Proben auf einem Objektträger dünn genug zu verteilen. Und vielleicht kannst du ja in diesem oder in diesem Video erkennen, welche der Methoden dort verwendet wurden. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Mikroskopieren.